Hallo und herzlich willkommen zu einem Neu im Archiv, ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Ich war heute beim Saturn, wo auch sonst, und war eigentlich nur da gewesen, um eine neue Festplatte zu kaufen, weil ich brauchte eine neue. Und in der Tat, die habe ich auch gefunden. Und dann wollte ich noch ein paar andere Sachen besorgen, die ich nicht bekommen habe. Das hat mich dann gefrustet. Und ich hatte heute sowieso einen etwas nicht so schönen Tag gehabt. Und ja, dann bin ich noch in der Medienabteilung gewesen und habe Frustkauf gemacht. Eigentlich wollte ich ja erstmal mir keine neuen Filme zulegen. Ich habe noch genug, was ich gucken muss. Aber wie es eben so ist, ihr Lieben, habe ich mir dann doch noch Filme gegönnt. Ja, ich habe mich zwar in erster Linie am Grabbelkörbchen ausgetobt, aber ich habe auch ein paar Sachen geholt, die eben nicht Grabbelpreise waren. Und ich habe das mal jetzt ein bisschen aufgeteilt in ein paar Upgrades. Ich habe ungefähr die Hälfte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe mir geholt 3, 6, 9, schon wieder 11. 11 Filme. Und ich zeige euch zunächst erstmal die Upgrades, die ich gemacht habe, weil ein Großteil davon sind nämlich Upgrades. Und dann die Filme, die ich noch nie in meinem Archiv hatte. Ja, ich fange mit den Upgrades mal an. Also wie gesagt, es hat sich da so ein bisschen gelohnt. Ich habe mir als Upgrade geholt auf Blu-ray, dann kann ich jetzt die DVD weggeben, The Rocky Horror Picture Show. Kenne ich noch aus Kinozeiten, damals im Klickkino in der Glashüttenstraße im Karolinenviertel in Hamburg. Da gab es damals das Klickkino noch. Da habe ich den Film das erste Mal gesehen. The Rocky Horror Picture Show. Hatte ich bisher auf DVD, kann ich jetzt auf Blu-ray upgraden. Freue ich mich jetzt schon. So, jetzt fangen wir mal dahin. So. Ebenfalls als DVD habe ich mir zugelegt, kann ich jetzt upgraden auf Blu-ray Akira Kurosawas Kagemusha. Ein japanischer Samurai-Film. Perfekt. Ja, Kagemusha. Ebenfalls abgegradet habe ich mir, weil ich habe das in einer so hässlichen DVD gehabt, so diese Spiegel-Kulturbuch-Filmveröffentlichung. Und ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber da das hier für 2,99 auf dem Grabbeltisch war, habe ich gesagt, nehme ich ihn mit, lieber als Blu-ray, weggeben kann ich ihn immer noch. Die Rede ist von Der Antichrist von Lars von Trier. Sehr umstrittener Film, wie ich gehört habe. Ich selber kenne ihn noch nicht, bin gespannt, was mich da erwartet. Antichrist. Ja. Von Lars von Trier war das, glaube ich, ne? Habe ich das so richtig? Ja. Ebenfalls ein Upgrade. Und den ich auch recht gut finde, den Film, kann ich jetzt endlich die DVD entsorgen. American History X. Geschichte ist den meisten bekannt, geht um einen Neonazi, der seinen Bruder vom Abgleiten bewahren will. Ja, interessanter Film, spannender Film. Ich kenne ihn natürlich schon und habe ihn jetzt auf Blu-ray abgegradet. Ja, und dann habe ich mir ein Mediabook gegönnt. Als Einzel-Blu-ray war der Film leider nicht zu bekommen. Das Label, ich kann immer nicht erkennen, wer das genau ist. Mal steht hier UCM1 und dann wieder mit der U-Bahn, aber das ist wieder was anderes. Keine Ahnung, ich habe wieder keine Brille, wie immer. Ich bin ein großer Romy Schneider-Fan. Und diesen Film habe ich auf DVD in einer kleinen Hardbox von New Film. Und jetzt konnte ich mir ein Mediabook zulegen zu diesem Film, weil zu diesem Film habe ich auch diverses Presse-, Werbe-, Fotomaterial, diverse Pressefotos, Produktionsfotos und solche Sachen. Und ich liebe diese Schauspielerin einfach, die ist einfach fantastisch, Romy Schneider, in dem Film Abschied in der Nacht, der auch unter dem Titel Das alte Gewehr bekannt ist. Mit Philipp Noré und Romy Schneider. Der Film ist erzählt die Geschichte eines Kriegsmassakers der Deutschen während des Zweiten Weltkrieges. Die Rede ist von Oradour-sur-Glane, einen Ort in Frankreich, durch die Waffen-SS-Division das Reich gezogen ist und die ganzen Einwohner niedergemetzelt hat.
Was das mit Romy Schneider so auf sich hat, will ich hier noch nicht verraten. Ich habe mich bewusst fürs Mediabook entschieden, weil ich den Film sehr bewegend fand. Und dieser Film, dieses Mediabook wird auch ausgiebig besprochen bei Gelegenheit. Und ein Mediabook von diesem Film, das finde ich natürlich total herrlich. Die anderen beiden Filme von Romy Schneider, die ebenfalls in dieser Reihe erschienen sind, nämlich Nachtblende und Trio Infernal, da habe ich die Mediabooks nicht mehr bekommen. Deswegen habe ich die als normale Blu-ray-Keepcase-Version. Aber Abschied in der Nacht habe ich gedacht, den nehme ich mir mit, weil, wie gesagt, ein sehr bewegender und auch ein sehr schöner Film auf der einen Seite. Wie gesagt, Abschied in der Nacht, ja, mit Romy Schneider. Toller, toller Film. Aber auch sehr bewegend. Zweiter Weltkriegsdrama. Ja, ist leider so. Gibt aber ein ausführliches Review zu. Ja, und dann habe ich mir noch Filme geholt, die ich teils kenne, teils nicht kenne und noch nie in meiner Sammlung gehabt habe. Den Film kenne ich gar nicht. Nie gesehen. Obwohl sehr bekannt. Mainstream-Film. Auch nie in der Sammlung gehabt. Die Rede ist von Bodyguard mit Kevin Costner und Whitney Houston. Ich hatte ja vor kurzem die Whitney Houston Biografie, dieses Biopic gesehen. Da wurde von dem Film nur gesprochen, es wurde nichts gezeigt von den Dreharbeiten. Das hätte mich mal interessiert, schon im Vorwege. Jetzt kann ich ihn mir mal angucken. Das ist übrigens ein Film, der auch zu denen gehört, wo ich schon mal sagte, so, man kommt ins Wohnzimmer, die Frau guckt einen Film, man zappt da so rein, dann sieht man Ausschnitte. Einzelne Ausschnitte kennt man, aber den Rest nicht und deswegen Bodyguard. Habe ich mir jetzt zugelegt. Auch, das war Grabbeltischniveau, gleich mitgenommen. Ebenfalls auf dem Grabbeltisch ein Film, da habe ich einen Teil von gesehen, weil ich auch, wie gesagt, reingekommen, Ausschnitt, gesappt, bin aber hängen geblieben, habe den Film aber nicht ganz gesehen. Und weil auch dieser Film natürlich auf dem Grabbeltisch war, habe ich natürlich gleich zugeschlagen mit Glenn Close. Die Rede ist von Die Frau des Nobelpreisträgers. Das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte es aber leider nicht zu Ende gucken, das war das Problem. Ja, wenn ihr jetzt hier mit dem Licht so ein bisschen im Hintergrund seht, das geht mal aus, mal an. Das ist eine Glühbirne, die wir noch haben, die wohl irgendwie einen Defekt hat. Die muss ich mal austauschen. Aber so habe ich wenigstens eine Disco-Beleuchtung. Dafür eignet sich das noch. Ja, zurück zum Film. Also den habe ich gesehen, gefiel mir ganz gut. Und das, was ich gesehen hatte. Und jetzt würde ich ihn ganz gerne mal ganz sehen. Ne? Die Frau des Nobelpreisträgers. Ja, dann habe ich mir noch zwei Filme in die Sammlung geholt, die auch als Grabbeltisch-Geschichte. Den ersten kenne ich gar nicht, wurde mir aber empfohlen, soll angeblich ganz lustig, witzig, trashig sein. Für sowas bin ich ja immer zu haben. Die Rede ist von Hollywood Chainsaw Hookers. Ja, abgeleitet von Hollywood, Texas. Naja, ihr wisst schon. Ich komme jetzt nicht auf die Titel, aber ich kenne ihn noch unter Kettensägen-Massaker oder Blutgericht in Texas. Aber das ist wahrscheinlich eine Parodie, nehme ich mal an. Hollywood Chainsaw Hookers. Ja, schauen wir mal. Nie gesehen? Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ja, ein Film, den ich auch im Fernsehen, den habe ich allerdings schon mal gesehen, den kenne ich ganz, hatte ihn aber nie in meinem Archiv. Und jetzt habe ich mir zugelegt, weil meine Frau fand den auch so toll. Mrs. Doubtfire mit Robin Williams. Robin Williams, ein genialer Schauspieler, leider viel zu früh gegangen. Einige Filme habe ich noch auf DVD mit ihm, aber das meiste habe ich schon auf Blu-ray abgegradet, wie zum Beispiel Club der Toten Dichter, König der Fischer, jetzt Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam habe ich auch. Also ich habe eine Reihe von Robin Williams Filmen. Vielleicht mache ich mal da ein Special drüber. Ich muss mal gucken. Wäre hier vielleicht mal was. Ja, Mrs. Doubtfire. Ja, und dann habe ich mir zwei neue Filme zugelegt. Zwei neue Filme. Diesen hier habe ich schon gesehen. Fand ihn aber gut und habe gesagt, möchte ihn in meiner Sammlung unbedingt haben. Die Rede ist von dem deutschen Oscar-Preisträgerfilm Im Westen nichts Neues. Die einfache Blu-ray reicht mir, deswegen habe ich mich für die Keepcase-Variante entschieden. Und ja. Das Original von 1930 habe ich natürlich auch, sogar als Mediabook. Vielleicht mache ich mal so ein Double Feature dazu, alt und neu, oder beziehungsweise Original und Remake. Aber wie gesagt, im Westen nichts Neues, toller Film, kann ich nur empfehlen. Mache ich auch ein Review zu. Ja, und last but not least, ein Film von Guy Ritchie. Ich habe den Trailer gesehen und ich habe gesagt, den möchte ich ganz gerne in meiner Sammlung haben. Jetzt war er auf Blu-ray raus und ich sehe auch Jason Statham immer sehr gerne. Und die Rede ist von Operation Fortune.
Das ist ja jetzt ein ganz neuer Film von ihm. Ich kenne den noch nicht. Und der wird heute Abend geschaut. Kino gucken. Freue ich mich schon drauf. Ja, den werde ich mir heute Abend reinziehen. Operation Fortune. Ja, ihr Lieben, das waren meine neuen Zugänge für neu im Archiv. Mein Frustkauf beim Saturn. Und nichtsdestotrotz werde ich viel Spaß damit haben. Ich hatte ja im Filmschnack beim letzten Mal anklingen lassen, ich habe ja Post vom Anglage bekommen und da habe ich auch Filme von ihm gekriegt. Die zeige ich euch auch. Ich muss das Video aber nochmal neu drehen, denn jetzt kommt noch was dazu und dann packe ich das alles in einen Packen rein. Alles das, was ich vom Filmangler dann bekommen habe, das werdet ihr dann dort in dem Video sehen. Post vom Filmangler. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Deswegen ist dieses neue Archiv vorgezogen worden. Ja, damit habe ich wieder ordentlich Film- und Schaumaterial. Und ja, wie gesagt, aus dem Frustkauf mal sehen, ob sich der Frust auch gelohnt hat. Bei einigen Filmen weiß ich das. Bei anderen Filmen, die ich nicht kenne, muss ich gucken. Und dann schauen wir mal. Ich kann DVDs wieder rauswerfen und Blu-ray ersetzen. Ja, darauf freue ich mich schon. Und wie gesagt, ich bin auch ziemlich kaputt und müde eigentlich. Also die ganze Woche war nicht so toll. Ja, jetzt dann eben halt Frustkauf. Wollte ich eigentlich nicht, habe ich aber jetzt mal gemacht. Gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.